Ja, komm. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber mein Sohn ist sehr krank. Es brennt heiß. Ich gehe. Sie müssen mit den deutschen Soldaten reden. Hier ist keiner. Was meinen Sie? Sie sind alle weitergezogen. Es sind keine Soldaten hier geblieben. Das kann nicht sein. Doch. Kein einziger. Das Essen ist auch noch nicht angekommen. Die Wehrmacht muss für ihr Essen und Medizin sorgen. Können Sie nicht einen Arzt rufen? Gibt es in dieser Stadt keinen Arzt? Wo fährt er gerade mal gehauen? Birgitte, Sie, mein Kind ist sehr krank. Sie muss zurück in die Turnhalle. Situationen med de mange ankommende tyske flygtninge bliver stadig mere kaotisk. 第二次世界大戦終戦1ヶ月前のデンマーク、500人以上のドイツ人難民の受け入れを強制された学校。Ich muss Sie doch wohl nicht daran erinnern, dass Dänemark immer noch von Deutschland besetzt ist. Die Eber kommen hier uns mit. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber mein Sohn ist sehr krank. Så hjælper vi jo tyskerne. Så nu gå og hjælpe alle de nazister. Vi er nødt til at gøre mere. Jeg er bange for, hvad der sker med os. Vi skal ikke hjælpe dem mere, vel? ページ。 今だからこそ何をするべきか、正義を貫こうと奮闘する家族の感動の物語、僕の家族と祖国の戦争。